Traurige Nachricht für die Anhänger von Kate Middleton. Diese Aussage des Palastes sorgt für bittere Gewissheit. Die Hoffnung war groß, doch nun herrscht bittere Gewissheit. Tagelang war es durch die britischen Medien gegangen, das Gerücht, dass der erste öffentliche Auftritt von Kate Middleton kurz bevorstehe. Zur alljährlichen Großveranstaltung, Trooping the Colour, also zur alljährlichen Militärparade zu Ehren des Monarchen, hatte man Kate Middleton erwartet. Am 8. Juni 2024 bei The Colonel's Review, der traditionellen Probe für Trooping the Colour, hätte ihr großer Tag werden können. Doch das wird nichts, wie der Palast nun erklärte. Palast bestätigt, Kate Middleton nimmt nicht an Trooping the Colour teil. Zwar hatte die Armee bereits damit geworben, dass Kate kommen würde, hatte diese Ankündigung im März bereits wieder entfernt. Nun bestätigte auch der Palast, Kate Middleton wird ihre öffentlichen Aufgaben im Juni nicht wieder aufnehmen, da sie ihre Chemotherapie weiter fortsetze. Zudem erklärte der Palast, dass der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles III. Nicht wie gewohnt auf einem Pferd an der Parade teilnehmen werde, sondern in diesem Jahr zusammen mit Königin Camilla in einer Kutsche reisen werde. So werde der 75-Jährige aus einer Ascot-Landau-Kutsche ausleiten. Vermutlich, so berichtet die Daily Mail, geschah diese Anpassung auf Anraten seiner Ärzte. 1600 Soldaten, 400 Musiker und 200 Pferde. Kate Middleton hätte bei der Parade in ihrer Funktion als Oberst der Irish Guards unter normalen Umständen den Salut entgegennehmen müssen. Ihre Rolle wird von Generalleutnant James Bucknell übernommen. Bei der Militärparade, die seit dem Jahre 1760 durchgeführt wird, werden am 15. Juni 2024 rund 1600 Soldaten, 400 Musiker und 200 Pferde teilnehmen. Als krönender Abschluss wird die Royal Air Force über den Buckingham Palast fliegen, von dessen Balkon die königliche Familie dem Volk grüßt.